YouTube-Zeichen, dann geht's auch nach der Pause weiter. Ja, schnell gespeichert hatte ich gerade noch. Wir kamen nämlich hier nicht rein. Das heißt, wir können uns hier weiter umsehen. Und ich wollte eigentlich... Da bin ich falsch. Das kann ich mittlerweile wegmachen. Da so hin. Da so hin ist richtig. Die Subbox Mini von Kanga hat meine Frau Stricker. Zwei. Also anderthalb. Bald eine zweite komplette. Also die nutzt sie. Ist damit zufrieden. Sie wickelt mittlerweile ihren Subtank sogar selber. Und das muss nicht mehr ich machen, das macht sie. Ja. Also sie ist damit völlig zufrieden. Sonst hätte sie nicht noch eine zweite haben wollen. Sie hat sie jetzt in Weiß und sie hätte die gerne noch in Mädchen-Baby-Blau. Die gibt es aber leider noch nicht hier in Deutschland, glaube ich. Oder nicht so häufig. Hier piepst was. Ich speichere mal ganz kurz. Was ist das denn für ein Bumsbotter? Ja, schönen guten Tag, du mich auch. Und ich habe ein Crit. Alter! Ja, schön, cool. Und da raucht. Ich hab noch kein Crit. 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 Gehst du jetzt kaputt? Dummes Wachbotterwegen. Alter! Kommt hier einfach mal so ein Wachroboter um die Ecke gebumst. Was geht denn hier ab? Willkommen zurück nach der Pause. Liebe Freunde, das war Spikes Todmacher. Der hat das Moped mal hier eben kaputt gemacht. Da kann ich hier looten. Fusionskerne. Achso, ja, nehme ich mit. Schallplatten. Nimm mir alles mit. Heieieiei. Kommt der einfach mal hier rausgerollert? Warum auch nicht? Unverhofft kommt oft. Ist da oben Abraxo? Ja, dann nehme ich mit. Unglaublich. Unglaublich, ey. Och, ich habe doch gar nicht geredet. Was ist denn jetzt los? Ich habe das Gefühl, das wird mit jedem... Habe ich schon öfters gesagt, ne? Ich sag nichts mehr. Geschafft. Mann, Mann, Mann. Dieser Rumpelbotter. Ja, komm, jetzt machen wir die auch noch kaputt. Ach, kann ich noch... Doch, kann ich. Kann ich mittlerweile hacken. Oh Gott. Oh, das wird lustig werden. Ihr redet noch übers Dampfen. Gut, dann hacke ich mal eben. Construct, alter Schwede. Die werden ja immer länger, die Wörter. Preparing, Positions. Remaining endet auch auf G, genau wie Preparing. Na, habe ich hier schon mal meinen Zettel und meinen Stift. Ich nehme mal Preparing und habe einen Treffer. P-R-E... Entschuldigung. P-A-R... I-N-G. Und das hat einen Treffer. So, jetzt machen wir das übliche Klammernspiel.
Und klammern erstmal irgendwas weg. Da haben wir schon mal einen Fehlversuch zurückgesetzt. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gar nicht falsch. Gut, dann gucken wir mal nach dem zweiten. Und zwar Remaining. Remaining hat 0 Treffer. Also es ist nicht das G am Ende. Boah, ich muss das dann da schreiben. Remaining. Gut. Preparing und Remaining. Dann ist hinten schon mal das ING fällt weg. Okay, da ist schon mal die gute Nachricht. Machen wir mal weiter. Da ist keine Klammer, hier haben wir auch keine Klammer. Da ist eine Klammer. Keine Klammer. Boah, ja gar nicht viel hier. Das ist ein bisschen schade. Boah, was habe ich denn heute? Rutsche ich mal in die falschen Zeilen. Da ist noch eine. Da ist nix. Hier ist auch nix. Oh, verdammt wenig, aber. So. Construct. C-O-N-S-T-R-U-C. C-O-N. Constru. Könnte sein, wenn das R das Richtige an der richtigen Stelle wäre. Dann wäre das Richard das. Geschafft. Ja, danke schön. So. Persönlichkeiten aktivieren. Ich nehme jetzt mal Feuerwehr. Vielleicht droppen die was anderes. Das glaube ich halt gar nicht. Aber egal. Standard U-Bahn Feuerwehr. Dann machen wir die beiden Mopeds auch noch kaputt. Gleisbolzen hinzugefügt? Crit? Bumm, da hat der Spike-Todmacher wieder mal zugeschlagen. Ja, immer wieder der Raginator. Ups, haben wir die auch. Gut, dann haben wir das Ding ja hier fertig. Was immer das jetzt auch war hier auf dem Weg. Einfach mal alles ausgelöscht. Wie hieß dein Monitor? Samsung 27 Cäsar 350. Also C, wie Cäsar. So. Achso, mal eben speichern könnten wir. Wuppdiwuppdi. Perfekt, weiter geht's. Weiter geht's. Ist ein Monitor. Also eine TV-Monitor-Kombination, um es so zu sagen. Aber primär ist es ein Monitor. Ich komme da nie an, wo ich hin will. Hier ist nämlich schon wieder was. Was ich gerade entdecke. Was ist das? Hier ist irgendwas. Fischerrouten. Was? Fischertouren, Yachthafen. Fischertours. Achso, verstehe. Ah! Oh, ey. Das habe ich überhaupt nicht gesehen. Ich auch nicht. Die habe ich gesehen. Ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber verschwinde lieber, bevor ich durchdrehe und dich abknall. Wer?
Aber immerhin nett, dass hier mich jemand warnt. Tu das, was du hier erledigen willst und verschwinde. Halt dich von meinen Sachen fern. Wer bist du denn? Nein! Erstmal alles auslösen. Hallo? Wer bist du? Hallo. Ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber verschwinde lieber, bevor ich durchdreh und dich abknall. Hoppla, ganz ruhig. Ich will nur reden. Klar, du bist aus dem Commonwealth reinspaziert, um mit Zins zu reden. Was ist ein Synth? Kommst du nicht aus der Gegend? Oder bist du einfach nur strohdoof? Diese Leute, ich sag nicht, wie sie heißen, falls das was aktiviert, aber sie ersetzen Menschen durch Maschinen. Statt Zahnrädern und Motoren bestehen sie aus Blut und Organen, die synthetisch sind. Jeder kann es sein. Und du bestimmt auch. Jeden Moment könnten sie ein Signal senden. Oder ich sehe orange. Oder irgendetwas anderes und bumm, noch ein toter Dummkopf. Also, verschwindest du oder wartest du, bis ich dich töten muss? Du hast offen zugegeben, ein Synth zu sein. Als Mitglied der Stählernen Bruderschaft ist es meine Pflicht, dich zu beseitigen. Die Stählerne Bruderschaft? Ah, du kannst es gerne versuchen. Aufgepasst. Das wollte ich gar nicht! Entschuldigung! Ich kann aber jetzt die Werkstatt benutzen. Naja, immerhin. Oh, fuck. Ich hatte davor gespeichert, ne? Das war aus der Dialogbox überhaupt nicht zu erkennen, Mann. Wie spät ist es denn? Da hätten sie auch irgendwas besser machen sollen, dass du weißt, dass du sie danach angreifst oder dass du sie halt dafür verurteilen willst. Das Alter Schwede. Also da ist die Dialogbox an der Stelle richtig dumm. Wo bin ich? Hier bin ich. Wo bin ich hingegangen? Ich bin da hingegangen. Mann, Mann, Mann. So, das Ganze nochmal bitte. Nur ohne Tote. Legen wir los. Albino-Hirsch. Wo? Tanja, sei gegrüßt. Na, wieder nur ein Fleisch. Nee. Ja, diesmal weiß ich, dass Minen da sind, Reno. Diesmal weiß ich es ja. Das wusste ich ja gerade nicht. Ja, da ist die erste. Das siehst du halt nicht, wenn es... Achso. Mal eben Proc beim Erkunden. Warum auch nicht. Dann nehmen wir die noch mit. Da war irgendwo noch eine, ne? Eine dritte war hier noch. Die ist aber gerade explodiert. Da. Gut. Speicher hier. Mal richtig. Und dann möchte ich die nicht wieder killen. Also das war ja gerade bumsmäßig. Bumsmäßiger Fail. So. Auch nochmal schnell speichern. Schwuppdiwuppdi. So. Hallo. Ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber verschwinde lieber, bevor ich durchdreh und dich abknall. Hoppla, ganz ruhig. Ich will nur reden. Klar, du bist aus dem Commonwealth reinspaziert, um mit Zins zu reden. Beruhig dich. Sag mir, was los ist. Sie haben was, um uns zu kontrollieren, um uns Dinge tun zu lassen, die wir nicht wollen. Jeden Moment könnten sie ein Signal senden.
Oder ich sehe Orange. Oder irgendetwas anderes und... Bumm! Noch ein toter Dummkopf. Also, verschwindest du oder wartest du, bis ich dich töten muss? Wir reden doch nur. Warum nimmst du nicht den Finger vom Abzug? Dir hat wohl ein Brahmin gegen den Kopf getreten, wenn du das glaubst. Hast du genug Sinns begafft? Gehst du jetzt, bevor sie mich dazu bringen, dir weh zu tun? Ich lade jetzt nochmal. Ich gehe. Schön, dass du nicht sterben willst. Jetzt zisch ab. Und zwar komme ich hier nochmal wieder hin zurück, wenn wir Charisma geskillt haben. Was wir ja definitiv auch skillen werden. 0 Uhr 29. Ja, lad den mal. Dankeschön. Das muss ich mir merken. Wir wollen ja eh noch 3 Punkte in Charisma skillen. Ich könnte mir vorstellen, wenn man die überredet und das nachher auch unsere Siedlung noch werden könnte, dass das sogar eine Begleiterin sein könnte. Deswegen mache ich das an der Stelle mal. Wie gesagt, hier kommen wir dann später nochmal hin zurück. Komme ich einfach durch? Dann gehen wir jetzt tatsächlich erstmal zu unserem Questziel, was da ist, glaube ich. Ja. Da kommen wir später nochmal hin zurück. Komme ich hier einfach rüber? Ich meine, ich kann hier einfach runter, aber die Frage ist, ob ich das will. Ich sehe gar nichts. Mal ein bisschen. Also die... Ja gut, vielleicht sollte man das auch tagsüber machen und nicht nachts. Das wäre vielleicht auch nicht unklug. Freefrow, komm gut ins Bett. Ich möchte erstmal hoch. Au! Au, 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 au! Hier gewest. Achso, der ist tot. Perfekt. Nehmen wir hier so ein kleines Wässerchen. Bomben haben sie nicht. Die gute Nachricht. Na, die haben ja einen Bus. Postbotenmütze. Teddybären, die Bus fahren. Nichts drin. Okay. Preston, lass mich durch. Wird nie langweilig. Da ist ein Tower. Hier ist die Brücke kaputt. Da muss ich hin. Ja, wir können mal bei dem Tower gucken. Ich weiß nicht, ob ich hier Fallschaden kriege, wenn ich ins Wasser plumpse. Testen wir mal. Nee, kriege ich nicht. Gut. Das ist eine gute Nachricht. Ah, sieh. WRVR-Sendestation. Okay. Gucken wir mal außen rum. Scheint aber nichts zu sein. Wo sind wir jetzt hier? Ach, da. Okay. Gucken wir mal rein, wa? Ich glaube, hier können wir uns ein wenig ausruhen. Da sind Menschen. Dementsprechend wäre es Diebstahl. Schwierigkeiten. Hast du ihn denn nicht im Radio gehört? Zum 10. Mal. Ja, was soll ich denn bitte unternehmen? Diese Supermutanten würden mich in Sekundenschnelle töten. Rex hat sich dieses Schlamassel selbst verbrochen. Jetzt müssen wir auch selbst eine Lösung dafür finden.
Meinst du? Verdammt nochmal, ja. Du hast eine Ausgabe von Leben und Lieben gefunden. Ein weiteres Comic in der Sammlung. Begleiter haben dauerhaft 10 mehr Tragekapazität. Trippen Sie fett. Dritter Comic heute. Wo bin ich hier gelandet? Hallöchen. George, Rex und ich leiten diesen Radiosender. Ich sollte mal meine Stimme. Ja. Hallo. Das war eine ganz schöne Leistung, Rex vor diesen Supermutanten zu retten. Also, was machst du hier? Ich spiele die Frauenrollen in unseren Hörspielen. Früher war ich Schneiderin, aber Kostüme braucht man nicht. Es ist nett, dass du einfach während des Gesprächs gehst. Hallo. Das war eine ganz schöne Leistung, Rex vor diesen Supermutanten zu retten. Ja, ich helfe gerne, aber sie hat ja noch nicht mal gefragt, wobei ich helfen soll. Ich bin nur froh, dass ich noch rechtzeitig da war. Und ich erst. Bist du rot? Das ist so süß. Hallo. Das war eine ganz schöne Leistung, Rex vor diesen Supermutanten. Abgeben? Was denn abgeben? Ach, angeben, für mich arbeiten. Ach so. Habe ich irgendwas verpasst? Wir brauchen was Neues. George Cooper. Freut mich wirklich, dich kennenzulernen. Ach. Ja, jetzt habe ich's gecheckt. Hi. WRVR ist unser ganzer Stolz. Was für eine Freude, dich wiederzusehen. Jetzt habe ich's gecheckt. Das ist der Typ, den wir aus dem Trinity Tower gerettet haben. Das hat eine Sekunde gedauert, bis ich das jetzt verstanden habe. Wo habe ich jetzt mein Drehbuch hin? Ich kann dir gar nicht genug dafür danken, dass du mir das Leben gerettet hast. Den hatte ich halt gar nicht gesehen. Ich habe jetzt erstmal überlegt, wovon reden die überhaupt? Aber ja, okay, jetzt habe ich es natürlich verstanden. Sorry. Und hier kann ich natürlich nichts mitnehmen. Schöne Tonkabine, hätte ich auch gerne. Na gut, die reden ja anscheinend nicht mit mir. Wer weiß schon, wozu das alles mal gut war. Verdammt, das Aufwärmen wird auch nie einfacher. Wird wahrscheinlich irgendwann vielleicht nochmal eine Quest weitergehen. Oder sie endet tatsächlich hier. Naja, immerhin gab's einen Comic. So ist ja nicht. Na gut, dann gehen wir wieder, wenn die hier nichts mit uns zu tun haben wollen und nichts haben wollen müssen. Wo ist denn der Ausgang? Hier ist der Klo. Wo ist denn der Ausgang? Hä? Ich bin gefangen! Da ist der Ausgang. Wir produzieren eine wunderbare Hörspiel. Nee, das war nicht zufällig. Das war schon die Trinity Tower Quest. Da haben wir den Rex ja komplett den Turm runter eskortiert und vor Supermutanten geschützt. Das stimmt schon. Ich habe halt nur nicht gecheckt, dass es der Typ ist. Der hat ja auch gesagt, der geht zurück zum Sender. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das hier der Sender ist. Weil die Verbindung halt gerade nicht... Da liegt ein Helikopter-Ding. Und man sieht unter Wasser ja wirklich null. Licht an ist. Oh oh, Captain. Wo? Oh, da. Da, der fliegt schon wieder weg. Meine Atombombe. Bleib stehen. Oh, hier. Nimm mal ein Stimpack. Stimpack. Stimpack.
Uiuiui, da ist immer noch einer. Wo denn? Da, ich habe kein Crit. Ja, komm schon, komm schon. Oh, ich treffe nicht. Hier oben ist doch der Kopf verflucht. Naja, treffen. Gibt's doch nicht. Weg. So, dann kann ich mich auch weiter umgucken. Ja, wieder nur ein Fleisch. Wieder nur ein Fleisch. Der Brock ist anscheinend kaputt. Schlüssel zur Arrestzelle der US. Küstenwache wahrscheinlich, wa? Da liegt auch noch was. Wie komme ich denn da hin? Von der anderen Seite, ne? Boah, dieses Schräge hier. Furchtbar. Na gut, wir haben einen Schlüssel zur Küstenwache. Da waren wir noch gar nicht, aber naja, werden wir schon finden. Oh, ich will hier raus. Hilfe! So, und da war das Ding. Ja, hier. Nehmen wir noch mit. Perfekt. So, können wir noch was mitnehmen? Ich war noch nicht in Diamond City, Rye Terror. Das heißt, Hauptstory noch gar nicht gemacht. Wir haben halt nur Minutemen und Stählerne Bruderschaft gemacht. Hier der Küstenwache. Achso, okay. Wie gesagt, da haben wir halt noch nicht viel gemacht. Da hast halt spoilertechnisch nichts verpasst. Wie gesagt, bin Level 30, glaube ich, heute geworden, auf dem Weg zu 31. Und ich gucke mich halt erstmal hier so ein bisschen in der Welt um. Ist mein allererstes Fallout, deswegen bin ich gerade in diesen Loot- und Level-Modus verfallen. Ja, ich glaube Level 31 bin ich, ne? 30 meine ich. Wo sehe ich das? Ja, Level 30, fast 31. Ja, Hälfte. So, Pi mal Daumen. Wir haben aber auch erst 52 Stunden, glaube ich, gespielt. Also, ist noch nicht so schlimm. Wie gesagt, ich möchte mich halt nicht hetzen und spiele halt sehr langsam und gucke mir halt alles an. Dafür haben wir halt schon 4 oder 5 Wackelpuppen gefunden. Heute allein schon 3 Comics. Ziemlich cool. Und ich glaube, ich nehme als Faustregel wirklich, dass ich echt nur noch tagsüber durch die Welt gehe, weil ich sehe nachts halt einfach nichts. Das wäre halt schade, wenn ich einfach irgendwie an irgendwas vorbeidüse, weil ich es nicht sehe. Jetzt schon geschossen, ne? Okay, eine Werkbank. Nichts Spannendes irgendwie. Das? Impro-Pistole. So, gehen wir weg damit. Ja, mit 270 werde ich gerne nicht spielen. Also, wie gesagt, ich loote und level. Und ich versuche es ja nicht zu brute-forcen oder so. Da unten, das Wrack könnten wir uns nochmal angucken gleich. Ich lege es ja nicht darauf an, jetzt hier irgendwie Power zu leveln oder so. Das kommt halt mit dem Erkunden. Ah, Klammern.
Batterien. Fallout New Vegas. Also wenn, spiele ich erstmal Fallout 3. Achso, und New Vegas. Wenn nichts zu tun ist. Random. Wenn nichts zu tun ist. Also das ist kein Prio-Projekt direkt im Anschluss nach dem hier Fallout 3. Das kann ich nicht versprechen, weil ich habe so viele Spiele hier liegen. Dann spielen wir erstmal was anderes. Und wenn dann halt irgendwann mal wieder Flaute ist und nichts zu spielen ist, dann können wir halt gerne anfangen. Genauso müssen wir ja noch Uncharted halt weiterspielen, den dritten Teil, vorm vierten. Das wäre schon ziemlich cool, wenn wir das hinkriegen. Ich sag da nur Master Chief Collection, Gears of War, Pieperpops. Da ist halt noch viel, viel zu spielen. Oh, und ich freue mich darauf, das alles spielen zu können. Das wird so geil. Ach, ist das schön. Ach, ist das schön. Achso. Da ist nichts drin. Wer hat das Wrack? Gucken wir uns gleich an. Gucken wir uns erstmal hier rum. Mach ich mal die Tür auf. Es gibt ein paar Dinge, die man nie vergisst. Dieses Piepe geht mir ein bisschen auf den Keks. Irgendwas ist hier noch. Ein Rettungsring. Nimm ich mal. Was willst du damit? Deko. Hey! Was brauchst du? Platz. Willst du Vorräte tauschen? Kein Problem. Was haben wir denn hier? Splittergranaten. Splittermine. Doppelschusspistole. Kronkorkenmine. Bleiverkleidet. Und den ganzen Schrott, bitte. Wunderbar. Meinem Chat nachlasen, lesen. Gears of War und Halo? Ich dachte, reine Shooter sind nicht so deins. Also mir wurde gesagt, Gears of War und Halo, also zumindest Halo hat eine Story und Gears of War lebt einfach von lustig rumballern. Ist ja in dem Sinne kein Shooter, weil du in Third Person spielst, nicht in First Person. Ich dampfe Corvus. Elektronische Zigarette. Ich habe 12 Jahre geraucht. Bin mit dem besagten Dampfen vom Rauchen halt vor 3,5 Jahren weggekommen. Also das ist quasi ein Rauchersatz, wenn du so willst. Und was ist denn ein Telefon? Das nehme ich mal mit. Ach, das sind Geschütztürme. Ja, ich habe hier den Raginator in der Tasche. Ich habe hier Spikes Todmacher. Ich habe den Norti-Schnelllader und die, den Yassi-Plöpper. Top-Waffen. Qualitätsware. Komm ich hier rein? Da liegt ein Comic. Da liegt ein Comic. Unglaublich überwältigende Geschichten. Unglaublich überwältigende Geschichten. Du hast eine Ausgabe von unglaublich überwältigenden Geschichten gefunden. Du verursachst 5% Schaden mit Waffen mit Zielfernrohr. Thank you. Das habe ich mir auch gedacht. MZE. Ich hoffe, ich spreche das einigermaßen richtig aus. Sonst wüsste ich nicht, wie ich es aussprechen soll. MZE. Korrigier mich. Danke für den Host. Willkommen an deine Zuschauer bei Fallout. Dem Stream, wo nie die Hauptstory gemacht wird, sondern nur looten und leveln mit Comics. Und ich verursache 5% mehr Schaden mit Waffen mit Zielfernrohr. Matze. Ah, okay. Die Kurzform, ja, hätte ich tippen können. Matze. Der dritte dann, glaube ich. Oh je, das wird lustig. Danke dir. Und das vierte Comic heute. Wir haben Lauf. Wir haben Lauf. Hier müssen wir einmal... Ach Gott, das wird wieder lustig werden. Was haben wir denn da drin? Oh, da ist aber ganz schön viel Zeug drin. Da ist ja richtig viel Zeug drin. Aber wo kommt das Gepiepe her? Die Frage ist, ist das jetzt ein Zielfernrohr? Das dürft ihr spoilern. Ist das ein Zielfernrohr? Was haben wir denn sonst noch? Das ist kein Zielfernrohr, das verstehe ich. Das ist auch kein Zielfernrohr, das verstehe ich. Das ist... ein Zielfernrohr. Ja? Ist das eins?
Ich speichere mal eben. Ninja-Katze, sei gegrüßt. Irgendwo sind hier, glaube ich, böse Mopeds. Mein erster Haus hier, weitere kommen noch. Ich danke dir, mein Lieber. Ich hoffe, dir gefällt, was du hier siehst. Ich habe gerade so ein bisschen Angst. Irgendwo sind hier Geschütztürme. Aber wo? Ist ein Zielfernrohr. Alles mit quasi Zoom und Red Dot. Müssten wir im Schaden sehen. Warte mal. Ja, der Schaden ist aber noch gleich. Es war vorher 86,17. Da bin ich relativ sicher. Oder hast du geschrieben, ist keins? Ist eins. Nee, du hast geschrieben, ist eins. Weil ich würde vom Begriff sagen, ist keins, weil es wirklich keinen Zoom hat. Ich würde sagen, alles, was halt in diese andere Animation geht, wo du halt quasi ein Zielfernrohr hast. Das ist kein Zielfernrohr, das ist ein Reflexvisier. Ja, okay, da gehen wir ja konform, weil ich hätte auch gesagt, das ist keins. Deswegen ja die Frage. Weil es gibt ja diese, bei Zielfernrohr diese andere Sicht, wo du halt quasi nicht über Kimme und Korn zielst, sondern tatsächlich das kurze Bild schwarz wird und dann du dieses Zielfernrohr-Moped hast. Na, ah, da war eine Falle. Nachricht an Claire Posinski. Es ist an der Zeit, über einen Urlaub nachzudenken. Wie klingen 6 Wochen in Irland? Dublin, Galway Bay, Waterford. Vielleicht eine Woche in der kleinen Herberge in Kilkenny. Und keine Sorge, wir müssen meinen Cousin Stephen nicht mitnehmen. Soll er doch allein aus dem Land flüchten. Ich habe ihm gesagt, er soll den Bullen bedrohen, nicht mit einer Schrotflinte den Kopf wegblasen. Von mir aus kann er in der verlassenen Fischerei am Union Wharf verrotten. Liebe dich. Eddie Winter, Ende der Aufnahme. Du, Matze, ich muss trinken. Ich rede relativ viel, laber dabei nur Kacke. Und ich dampfe. Und das Dampfen allein macht schon den Mund sehr trocken. Seitdem ich dampfe, trinke ich deutlich mehr. Und dann kommt halt noch dazu, dass ich immer beim Schlösserknacken rede und die Haarklammern weiste. Moment. Ich rede gleich weiter. Und aus der Kombination von Dampfen und Reden trinke ich locker fast 2 Flaschen von dem Zeug hier. Schrotpatronen, Volkskrieg, schnell, mächtig, Impro. Ja gut, knacken wir da unten. Ach, da ist noch eine... Ne, da ist keine Mine. Gut, knacken wir den Safe hier unten, bevor ich das vergesse. Also das Terminal. Lass mich mal hier... Oh, Preston, du blockst mich. Geh weg. Waren wir hier? Ja, hier waren wir. Oh Gott. Ich habe Angst. Ich trinke nur, damit ich pinkeln gehen kann. Ja. Ja, ich meine, ne? Finde ich eigentlich auch gut. Habe ja schon mal gesagt, so ein Penis an sich ist schon eine schöne Sache, wenn man mit pinkeln gehen kann. Das möchte ich nicht missen. Ja. Wobei, das gab es ja auch für die Frauen. Urinella, damit sie auch im Stehen und so. Manche Sachen. Surviving, endet auf G. Merchants auf S, auf E, auf R, auf N, auf E. Hatten wir nicht da oben schon ein E? Primitive, ja. Dann nehmen wir erstmal Primitive. Schreibe ich mir das mal auf. P, na, P, R, I, ungefähr das, was ich auch gerade im Chat hier erzählt habe. Primitive. 2 Treffer. Okay, das ist ja schon mal ein Anfang. Ja, den hast du ja, John. Da können wir ja alle nicht mithalten. Da können wir ja nicht mithalten.
Der John ist der Einzige, der einen 24-Stunden-Stream ohne Aufstehen durchhalten würde. Zumindest in den letzten Wochen. Der cheatet. Jetzt ist die Musik weg. Eigentlich ein bisschen schade. Ah ja, da kommt sie wieder. Also muss ich ja reden, wenn die Musik hier nicht ist. Da haben wir keine Klammer mehr, oder? Nein. 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 Da unten, nein. Oh Mann, ey. Das sind jetzt aber echt noch viele Möglichkeiten. Na geil. Boah, wer soll sich das denn merken können? Ich habe eine Klammer übersehen. Mag sein. Aber ich denke, es wird nicht an der einen Klammer scheitern. Das sind eh noch 1000 Wörter. Alter Schwede. Und die sind alle so lang. Das ist ja Gehirnklebe. Surviving. S-U-R. S-U-R. V-I-V. V-I-V. Hätte das I an der gleichen Stelle. I-N-G. I-N-G. Ist aber nur ein Treffer auf dem I. Kann nicht sein. Merchant. M-E-R. Kein Treffer. C-H-A. C-H-A. Kein Treffer. NTS, kein Treffer. Primitive hatte ich. Worshipper. W-O-R, kein Treffer. S-H-I. S-H-I, kein Treffer. P-E-R, kein Treffer. Kann nicht sein. Salvation. S-A-L, kein Treffer. V-A-T. V-A-T wäre ein Treffer. Und das I wäre ein Treffer. Das T-I. Salvation könnte sein. Salvation hat nur einen Treffer. Salvation. Also es ist nicht das TI. Oh Gott. Int Ricate. INT. INT. RI. R-I-C, R-I-C, könnte das I sein? A-T-E, A-T-E, das E am Ende und das I in der Mitte. Könnte sein. Kein Treffer. Wie geht das denn bitte? Dann sind es nicht die Buchstaben. I-N-T R-I-C A-T E. Hat keinen Treffer. Also es ist nicht das E am Ende, es ist nicht das I in der Mitte. Genau, es ist nicht das I in der Mitte und es ist nicht das E am Ende. Und was kann man noch ausschließen? Beim TI kann es eins von den beiden sein. Also es muss ein TI irgendwo haben. Confusing könnte es dementsprechend noch sein, wegen dem I. Oder davor braucht man T. Murderous kann es nicht sein, Strongs kann es nicht sein, Fearfully kann es nicht sein, Receiving könnte es noch sein. Processor kann es nicht sein, Depending könnte es noch sein. Wir haben drei Versuche, es müsste hinhauen. Wir nehmen Confusing. Wir nehmen Receiving. Und der letzte wäre Depending.
Nein, es doch, wieso? Dann war es das T. Ach, verdammt! Verdammt! Alter Schwede! Ey, das ist auf den höheren Stufen ja gar nicht mal einfach, weil die Wörter so verdammt lang sind. Ach, jetzt können wir das Ganze nochmal machen. Warehouse endet auf E. Haben wir noch irgendwas, was auf E endet? Terrified Recycling. Curiosity Negotiate. Auf S. C. Godfather. Fortified. Happiness. 3 auf S. Also nehmen wir Resources. Und nach dem Versuch möchte ich nochmal was von Spike wissen. Weil ich habe nicht gesehen, wie er es macht. Ich habe nur mitbekommen, dass er es sehr schnell macht. Und ich frage mich, ob er einfach ein Rainman-Gehirn hat. Weil bei mir dauert das echt lange. Weiß ich nicht. Ein Treffer. Okay. So, machen wir jetzt erstmal den restlichen Kram weg. Und machen wieder das Klammernspiel. Da ist nix. Weil das jedes Mal mit der Länge zu machen, das ist auf Dauer ein bisschen nervig. Und ich finde halt keine Klammern, da kommt noch dazu. Das ist halt noch nicht ganz so geil. Wenn wir jetzt halt schon 5 Fehlversuche wegmachen würden, also Falscheinträge. Das wäre ja okay, aber haben wir ja leider nicht. Ich meine, guckt es euch an. Nicht einen Falscheintrag, den wir wegmachen können. Wenn ich das bei Spike halt sehe, 500 weg. Ja, ich mache doch auch alle Klammern weg. Es gibt keine Klammern, Spike. Ich meine, du siehst ja, was ich hier tue. Ich meine, es gibt keine Klammern. Was soll ich machen? Ich kann mir keine Klammern hinbauen. Ich meine, ein Fehlversuch zurückgesetzt und mehr Klammern gibt's nicht. Also habe ich dann auch noch Pech dazu, oder was? So, Resources. Bleiben wir mit dem S am Ende. Und hatten Guardians. Überschneiden die sich? G-U-A. G-U-A. R-D-I. R-D-I. A-N-S. Nein, ist nur das S. Guardians hat keinen Treffer, also ist es schon mal nicht das S. Vor allem, er macht es auch ohne gar die... Wo fehlt denn hier ein Buchstabe? Da fehlt ein Buchstabe. Scheiße, jetzt habe ich mich verschrieben. G-U-A R-D-I A-N-S. So, es ist nicht das S. Thank you. Gamer King, Dankeschön für den Host, mitten hier im Hängen. Und natürlich auch willkommen an deine Zuschauer. So. Das S ist es definitiv nicht. Dann ist die Frage, was könnte an Resources noch der Fall sein? Das ist jetzt wie Blindtippen. Keine Ahnung, es kann alles sein. Es sind Millionen von Buchstaben. W-A-R... Dann haben wir noch ein E und ein Haus. H. O.
kann nicht sein, weil kein Treffer wäre. Ja, eben. Es könnte jeder Buchstabe sein. Developed. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wenigstens welche übereinstimmen zu Resources. DEV. DEV. ELO. ELO. PED. Das könnte halt E sein. Das vorletzte. Developed. Also von Resources. Zwei Treffer. D. Well. Opt. So, da hatten wir 1, 0, 2. So, Guardians hatte ich. Separated. S-E-P könnte sein. A-R-A. A-R-A. T-E. Das könnte sein, wenn das A. Ne, Entschuldigung, das E dahinter S und das E vor D die Treffer wären, würde sich auch mit den Resources decken. Also Separated könnte sein. Hat zwei Treffer. Okay. Separated. Also ich tippe auf E und E. Dann könnte das Ganze noch sponsored sein, oder? Nein, das könnte nicht sein, weil da wäre, da hätten wir aber auch kein P drin. Eieiei. Nee, sponsert will ich nicht tippen. Lass mal weiter gucken. Jetzt sehe ich nichts. Also, es muss mit E an der vorletzten Stelle enden, haben wir gesagt. Das wäre hier und wir hatten uns festgelegt auf dem vierten Buchstaben auch ein E. Das wäre hier ein N. Kein E. Terrified wäre ein E, aber kein E an vierter Stelle. Recycling, nein. Curiosity, nein. Negotiate, N-E-G-O, das wäre ein O. Kein E. Gott, Father wäre ein F. Das wäre ein T. Also meine Theorie kann nicht stimmen, weil es gibt kein weiteres Wort mit E an vierter Stelle und ein E an vorletzter Stelle. Da müssen es andere Buchstaben sein. Alter Schwede. Ein E an zweiter Stelle. Das E an zweiter Stelle. Entschuldigung, das E ist an zweiter Stelle. Das heißt, es könnte Terrified sein. Es könnte Recycled sein. Es könnte Negotiated sein. Ja, super. Alter, viel zu viele Möglichkeiten. Also das E an zweiter Stelle ist sehr wahrscheinlich, weil es ist an allen drei gleich mit zwei Treffern. Dann, welches haben die beiden noch gleich? Das E an der Stelle geht nicht. Und das E an der Stelle geht. Das könnte das E an der zweiten Stelle sein. Und an der letzten. Aber die haben das D. Also das D an der letzten ist richtig. Und das E an der zweiten Stelle. Deswegen tippe ich jetzt mal auf. Separated hatten wir Terrified. Terrified kann nicht sein, weil wegen Guardians, das R an vierter Stelle, deswegen kann es nicht Terrified sein, auch wenn es vor Fluch gut aussieht. Was endet noch auf D? Und hat an zweiter Stelle ein E. Nee, das nicht. Das nicht. Das nicht.
Es ist wirklich das E an... Boah. Rare. Warehouse kann es nicht sein, weil überhaupt keine Übereinstimmung ist, richtig? W-A-R, W-A-R. Dann haben wir E-H-O, E-H-O, U-S-E. Also das kann es nicht sein. Resources hatten wir. Developed hatten wir. Guardians hatten wir und Separated hatten wir. Sponsored. Kann es Sponsored sein? S-P-O-N. S kann nicht sein. Sonst hätten wir mehr Treffer bei Separated. Reprim. Was? Reprim. Reprimand? Kenne ich das Wort noch nicht mal. Das könnte es sein. Gucken wir nochmal, ob da was mit Guardians rausfällt. Wobei, es kann es eigentlich nicht sein. Weil sonst hätten wir mehr Treffer bei Resources haben müssen. Das ist echt fies, Mann. Es kann ja nur ein E sein. Dementsprechend ist da auch nur ein E richtig. Wenn das das R ist. Dann wäre das tatsächlich das. Das D am Ende. Und das E als zweites? Ah, das ist so fies. Ja, klar, Remove, das, was du sagst, ist schon prinzipiell richtig. Einfach irgendwie tippen wäre prinzipiell die schnellere Variante. Aber so spielt man halt eigentlich kein Mastermind und ich spiel's halt meistens gerne richtig und nicht einfach nur versuchen zu cheaten. Aber dass es so schwer ist, ich bin auf Spikes Antwort gleich gespannt. Ich tippe jetzt einfach mal. Dann wäre das R. Das kann aber nicht sein. Hier haben tatsächlich alle nur das E und das D. Aber es kann nicht das E sein, weil das obere ausschließt. Ja, Moment, doch, das kann ich ausschließen. Pass auf, es geht doch. Logik. Weil da ja die zwei richtig wären, aber da nur einer richtig, kann es auf keinen Fall die beiden E's sein. Also E an zweiter Stelle kann ich sein, E an vorletzter Stelle kann ich sein. Dann muss es beim ersten das R sein, gehe ich mal von aus. Weil beim letzten ist das S weg. Wir haben halt dementsprechend hier die Vermutung, dass es das ist. Dann kann es hier schon mal nicht das und das sein. Und auch nicht das und das sein. Dann muss es auf jeden Fall das D sein. Und beide haben nur das E. Also das E an vierter Stelle ist gesetzt, so wie das D am Ende und das R am Anfang. So, das kann dann aber nicht sein, weil Repr haben wir nicht. Dann haben wir hier... Da haben wir kein E an vierter Stelle. 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 Es gibt kein E mehr an vierter Stelle. Und jetzt habe ich einen Logikfehler.
Also, um es nochmal zu sagen, wir hatten als erstes Wort Resources. Mit einem Treffer. Wir wissen nicht, welchen Buchstaben. Okay. Wir haben danach Develop genommen und haben zwei Buchstaben. Wo ist Developed? Das würde jetzt einiges nahelegen, aber es schließt aus, weil zwei Buchstaben stimmen, dass es die beiden E's sind. Also das E an zweiter Stelle kann nicht sein von Developed und Resources, weil es identisch ist, genau wie das vorletzte mit Developed und Resources, dann hätten wir bei beiden zwei Treffer haben müssen. Das kann halt nicht sein, deswegen fallen die E's an zweiter und vorletzter Stelle weg. Ebenso haben wir dann komplett zwei Treffer bei Separated. Da fallen auch wieder das E und das E weg an zweiter und vorletzter Stelle. Die beiden Wörter haben allerdings nur an gleichen Buchstaben das D am Ende, also Developed und Separated, das letzte D, und an identischer Stelle das E. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass es das D am Ende und das E an vierter Stelle ist. Nein, wenn da steht, ein Treffer ist ein Buchstabe in diesem Wort an der richtigen Position. Du weißt halt nicht welches. Das kannst du halt durch andere ausschließen. Ich habe jetzt Terrified im Chat gelesen. Wenn ich jetzt Terrified angucke. T-E-R. Deckt sich mit keinem der vorherigen Buchstaben. Und dann haben wir nochmal R-I-F. Deckt sich mit keinem der anderen Buchstaben. Und dann haben wir ein IED. Dann ist nur das ED am Ende gleich. ED am Ende kann aber nicht stimmen. Oder? Doch, ED am Ende kann stimmen. Okay, ED am Ende könnte stimmen. Tut's aber nicht. Aber 6 Treffer. Ach so. Was? Ja, und was? Wie viele Buchstaben sind das überhaupt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wie viel war das jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also wären 3 Stück falsch. Die Fight. Das T wäre richtig. Das R wäre richtig. Boah, wenn das jetzt nicht stimmt, schrei ich gleich. Geschafft. Alter Schwede. Dann bist du bekloppt im Kopf. Aber. Wieso Terrified? Ziemlich fies, ey. Alter Schwede. So, Spike, wie machst du das schneller? Ich meine, du hast dieses Rätsel gesehen. Es waren keine Klammern da. Was hätte ich anders machen sollen? Ich meine, du, das, und du schreibst es dir noch nicht mal auf. Gibt's da noch einen Trick? Und ich weiß, dass du es nicht halt machst, um auszuprobieren, bis du 6 Treffer hast.
Was, wenn du ein Wort probierst und es hat zwei Treffer und du schaust dir danach ein anderes Wort an, was drei übereinstimmende Buchstaben, dann kann das dieses Wort nicht sein. Was? Wieso? Nee, das geht, Priest, weiß ich. Das will ich aber nicht machen. Ich will jetzt nicht resetten. Ich will schon gerne knobeln. Entweder muss ich halt besser werden, mehr skillen, etc. Und das möchte ich halt nicht, dass das geht. Klar, wer es machen will, kann es gerne machen, um sich einfacher zu machen. Wie gesagt, sorry für die, die es jetzt ertragen müssen. Aber ich würde das halt ganz gerne schon lösen wollen. Und so, wie es gedacht ist. Und nicht irgendwie mit resetten und dann auf Glück beim ersten Mal raten schon einen Sechser-Treffer haben. Klar geht das, aber das will ich halt nicht. Tür öffnen, bitte. Tür öffnen! So, jetzt können wir looten. Wir haben uns verdient. Bitte einmal speichern. Auf das E an zweiter Stelle, obwohl das wegen Resources. Nein, pass auf, Dr. Planlos. Resources war das erste Wort. Und hatte einen Treffer. Welcher Buchstabe, weiß ich nicht. Und die Übereinstimmung hätte halt sein können. Und es war halt bei Development und Separated auch das E an der zweiten Stelle. Also es war nicht ausgeschlossen an dem Punkt. Ja, ich hab's vermutet, das ist richtig. Aber ausgeschlossen war es nicht. Nimm mich mit. Ja, zum Glück muss ich hier nicht nochmal hacken. Da bin ja gerade ein bisschen glücklich. Da können wir den wenigstens näher safe machen. Ja, das ist richtig, Cormus. Wenn du einmal halt auf dem falschen Trichter bist und was Falsches annimmst, dann hat halt nicht Dr. Fridolin mit dem Bleirohr Dr. Braun in der Bibliothek ermordet. Das ist halt bei solchen Spielen, wenn du einmal natürlich was Falsches annimmst, dann kommst du irgendwann zum falschen Schluss. Und ich rede schon wieder an meinem Schlösserknacken. Mann! Das wär's. Großartig. Aber es schauen noch Leute zu. Also es sind noch mindestens 5 Leute geblieben. Also war es vielleicht unterhaltsam, wie ich mich jetzt zum Affen mache. Beim Schlösserknacken, das gibt's auch gar nicht, Mann. Ich red nicht mehr beim Schlösserknacken. So, jetzt kann ich auch wieder reden. Was? Armee-Munitionstasche? Golduhr, Jet, Redaway, Splittergranate, Splittermine, Stimpack. Nehmen wir alles mit. Alles in die Tasche packen. Schön. Schön. Dann nehme ich das hier auch noch mit. Ups. Gut, dann haben wir hier unten, glaube ich, den Raum clear. Ist hier hinten noch was? Nein, da ist kein Comic. Ich fand es super. Ja, wie gesagt, kann ich halt nur sagen, ich muss die Spiele so spielen, wie sie mir halt Spaß machen. Oder Knobeln gehört halt dazu. Und wenn ich daran verzweifle, muss ich darin besser werden. Ich möchte halt nicht cheaten. Das ist halt nicht meine Art zu spielen. Ja, es ist nicht cheaten. Das klingt so negativ für die Leute, die es so nutzen. Es ist kreatives Ausnutzen der Spielmechanik, nennen wir es mal so. Weil cheaten klingt gleich so negativ. Ist ja nicht irgendwie, dass man jetzt über die Konsole eingibt, hier Insta Open Terminal Execute. Das wäre schieden.
einfach das Zurücksetzen, indem man halt tippt dreimal, zurückgeht, ist wieder probiert. Das ist halt kreatives Ausnutzen der Spielmechanik. Das gibt das Spiel halt her. Ja, das ist schon klar. Nach dem Prinzip, also ich kann es ja euch ja mal versuchen aufzuzeigen. Ich schreibe mir das ja sogar untereinander auf. Damit ich die Buchstaben vergleichen kann. Und wie du siehst, hatte Resources. Und die anderen Wörter, halt die Treffer. Die hatten halt alle drei das E. Beziehungsweise das ED am Ende. Beziehungsweise das hier hatte, glaube ich, nicht das letzte, wenn ich das richtig erkenne über die Vorschau. Hatte das E nicht an der Stelle. Deswegen eigentlich das E an zweiter Stelle halt ausgeschlossen werden kann, wenn ich das gerade richtig sehe. Nein, die hatten alle drei das gleiche. Also das heißt, du hättest es halt nicht sagen können. Also entweder hättest du annehmen können, dass das hintere E richtig ist durch Resources und den unteren beiden, oder dass das vordere E richtig ist. Das heißt, wir hatten halt nie ausgeschlossen, dass das vordere E es nicht sein könnte. Leider. Es hätte halt eben alles Mögliche sein können. Manchmal Corvus, nicht immer. Manchmal. Also, wie ich den... wie ich halt manche Bosse halt in den Let's Plays halt gecheased habe. Ja, das ist kreatives Ausnutzen der Spielmechanik, keine Frage. Aber das mache ich eigentlich extrem selten. Oder den... Ja, ich rede schon wieder. Moment. Nein. Oder den Drachenreiter von der Plattform zu, runterschubsen, beziehungsweise sich selbst runterschubsen zu lassen. Das ist halt kreatives Ausnutzen der Game Mechanics. Ja, zeige ich manchmal, mache ich nicht immer. Ich kann die Bosse auch normal killen. Und darum geht's. Wenn ich das hier normal kann, im Flug, wie Spike, dann kann ich das auch gerne anders machen. Aber ich will's erstmal können, bevor ich anfange, irgendwas anders zu machen. Ich würde gerne wissen, was ihr piept. Sieht man hier noch irgendwas Cooles? Da unten. Diese komische Lampe ist da am Dudeln. Wo denn? Boah, es nervt. Ruhe. Ja. Das ist richtig, Corvus. Nee, ich spiele ja kein Spiel, um da durchzurushen. Deswegen, also, was die Speedrunner machen, ja, ist einerseits bewundernswert, weil die halt auch sehr viel eben genau mit diesen kreativen Klamotten arbeiten. Das kann halt den einen oder anderen mal helfen, wenn er halt Probleme in den Situationen hat. Ich sag jetzt mal, Pater Gascoigne aus der Welt backstabben. Ja, kann man machen. Muss man aber nicht. Und, von daher, ganz ehrlich, ich klinge jetzt dumm oder versteht's nicht falsch, aber ich spiele hier nicht, um irgendwen was zu beweisen. Ich weiß, dass ich nicht der beste Spieler bin. Ich habe auch gar keinen Anspruch darauf, dazu zu sein. Ich möchte einfach nur, wenn ich spiele, Spaß haben. Und wenn die Leute da gerne zugucken, ist halt super. Wenn die Leute halt super Pro-Gamer-Skill sehen wollen. Ihr habt euch verklickt. Das gibt's hier nicht. Tut mir leid. So.
würde mal gerne noch da unten reingucken. Ai! Guck. Ist eigentlich eine Sauerstoffanzeige? Ich hätte vielleicht mal speichern sollen. Ich sehe nämlich keine Sauerstoffanzeige. Was? Passwort für die Zelle der US-Küstenwache? Ach so! Ja, wenn ich mal Anfang hier reingegangen hätte, hätten wir uns das Knacken sparen können. Danke, Spiel. Du bist ja richtig witzig zu mir. Arschloch. Dummes Spiel. Ah. Schön. Da ist das Passwort. Schweigt! Das hat niemand gesehen. Niemand gesehen. Ja, ich bin kein Fan von den Followern. Von den Begleitern hier. Also ich werde auch gleich irgendwas anderes skillen, dass ich alleine unterwegs mit Hundi bin. Ja, und ich habe Aquagirl geskillt. Das heißt, ich kriege keinen Schaden mehr. Deswegen gucke ich mich auch gerade mal ein bisschen um, weil ich auch zufällig hier gerade was sehe. In der Hoffnung, dass wir hier irgendwas Cooles finden. Den I-Win-Button fürs Hacken oder so. Das wäre das, was ich am meisten brauche. Da ist das Schiff. Ach, hier wird es dann aber auch komischerweise heller. Also da wird's wieder dunkler. Warte mal, Luft. Ja, ist okay, Kasa. So lernt man aus den Fehlern. Natürlich lernt man so aus den Fehlern. Nächstes Mal gucke ich mich erst um. Und hack dann. Hat mir das Spiel jetzt beigebracht auf die harte Tour. So. Aber hier ist echt nix. Also unter Wasser ist ja echt nicht viel los, ne? Warum, was? Warum will ich den nicht mehr? Den Begleiter? Keine Ahnung, der steht immer nur im Weg. Und nervt. Ich spiele solche Spiele immer alleine. Also der Hund wär super. Mit dem Hund losziehen, das ist cool. Da hätte ich Bock drauf. Der Rest, ich weiß es nicht. Ich bin nicht so der Gruppenspieler in, weiß ich nicht, Dragon Age und so. Muss nicht sein. Wenn ich das alles alleine machen könnte, würde ich das alleine machen. Und, an die Neuen, die da eventuell gerade getimeoutet wurden. Es ist nicht böse gemeint. Wie gesagt, ich bin in der Hauptstory noch, geh nach Diamond City. Weil wir gerade über Begleiter gesprochen haben, ich vermute mal, es geht in die Richtung mit, ja, aber Begleiter XY ist cool. Und ihr habt dann wahrscheinlich statt XY einen konkreten Begleiter genannt. Das wäre ein Spoiler für mich an der Stelle, weil ich das nicht weiß. Die Mods kennen, wie weit ich bin und wissen, dass das ein Spoiler für mich wäre und haben es deswegen wahrscheinlich gelöscht. Das ist nicht böse gegen euch, sondern nur zum Schutz, dass ich nicht weiß, XY, die wilde Hilde, ist halt das Superkampfschwein und hat als Perk, knabbert jedes Schloss instant auf, hol dir den Begleiter. Das wäre halt für mich ein Spoiler und deswegen haben sie es wahrscheinlich dann gelöscht. Also wie gesagt, das ist nichts gegen euch, sondern nur zum Schutz für mich, weil ich nicht wissen will, dass die wilde Hilde cool ist. Ein bisschen enttäuschend hier, wa? Ist ja gar nichts. Also nicht mal ein bisschen was. Ich weiß gar nicht, wo ich bin.
Achso, ich wollte mich gerade schon freuen, da ist was, aber das war natürlich Preston, der da im Wasser rumgurkt. Nimm den grünen Begleiter, den Smelter in grün. Hier ist ein Schiff. Wo bin ich denn hier? Ja, was ein bisschen verwirrend ist, ich weiß nicht, ob es Luft gibt, aber der nächste Perk ist, ich kann unendlich unter Wasser bleiben. Also gehe ich davon aus, dass es wohl schon Luft geben muss, die ich allerdings nicht sehe. Die wird halt nicht angezeigt. Nicht mit. Bissiger Mischling. Wo? Wer? Was? Jetzt ist mein Loot schon wieder weggesplattert. Ach ne, hier. Ne, war eine Maulwurfsratte. Wer bist du? Der Hund? Ne, du warst die Ratte. Wo ist denn der Hund? Der Hund ist irgendwie schon wieder ins Wasser gefallen. Weg. Ah, hier. Da ist der Hund hingesplattert irgendwo. Hier konnte ich ihn looten. Zumindest war es hier gerade. Ich habe ihn nicht gesehen, aber irgendwo war das Fleisch. Weg. Alter Schwede. Ich wette mit euch, irgendwas haben die im Wasser versteckt. Und dann irgendwo so, dass du es nicht findest. Könnte ich für wetten. Aber das Wasser ist auch riesig halt, ne? Da bist du bestimmt Tage unterwegs, wenn du hier alles erkunden willst. Hier mal ganz kurz Luft holen. Ja, ist mein erstes Fallout. Sarge. Oder Sarge? Sarge, glaube ich, ne? Noch nie ein Bethesda Open World Spiel gespielt, deswegen bin ich umso mehr gerade geflasht, was es hier so gibt, was man machen kann. Deswegen, ich habe auch keine Ahnung von der Skillung und so. Ich habe einfach mal auf gut Glück geskillt und im wahrsten Sinne des Wortes ist das dann eine Glücksskillung geworden. So, wenn ich da vorne, bis da vorne nichts hier Interessantes finde, dann porten wir mal zurück. Können wir die Quest gleich abgeben. Bis jetzt sehr geil. Ich bin ziemlich geflasht, Kongo. Auf jeden Fall. Ja, sonst hätten wir jetzt nicht die dritte, vierte Woche in Folge nur Fallout gespielt. Also abgesehen jetzt vom Bloodborne DLC. Hat mich richtig geflasht und macht super Spaß. Die hat allein dieser Erkundungsdrang, das Looten und Leveln, das muss befriedigt werden. Und deswegen einfach mal schön suchten im Moment. Spielen halt im Moment nur Fallout und dann werden die Streams auch immer komischerweise länger, weil die Zeit irgendwie in Fallout schneller vergeht. Das ist ganz komisch, da gibt es irgendwie so eine Zeitanomalie. Furchtbar. Ersteindruck, ja, kein Fazit, ist schon richtig. So, pass auf. Wir machen jetzt mal hier ganz kurz Porti-Porti in die Basis. Geben den ganzen Kram ab, machen einmal die Taschen komplett auch von unserem Mule. Ich habe mir die Fallout Anthology geholt sofort, Sarge. Die war bei Bundle Stars im Angebot. Also Fallout 1, 2, 3 Game of the Year, New Vegas Game of the Year. Hab jetzt alle auf dem PC, bis auf 4. Und hab schon gesagt, würde ich gerne spielen, also erst 3, dann vielleicht noch New Vegas, wenn wir hier irgendwann durch sind, nichts zu tun ist. Ebenso habe ich mir Skyrim geholt. Die Legendary Edition, die war ja auch bei Steam im Angebot. So, Transfer. Einmal den Schrott.
Warte mal, bevor ich jetzt weitermache, komm mal her. Gib mir mal dein Zeug. Hey, zeig es. Ja, ich zeig's dir. So, dann können wir das nämlich alles reinwuppeln. Schwupp, ja, die Spitalgranaten kannst du behalten. Mir egal. So. Die Kronkorkmine, der Naughty, Spike, Splitter, Granate, Doppelschuss, Mops, Ding, weg. Was haben wir hier? Nein, jetzt habe ich schon... Ah, das passiert mir jedes Mal. Was habe ich jetzt ausgezogen? Irgendwas Bleiverkleidetes. Entschuldigung, das passiert mir irgendwie jedes Mal, dass ich immer ein Kleidungsstück ausziehe. Was? Bleiverkleidet war es. Na, jetzt habe ich schon wieder rübergewuppt. Muss ich es eben anziehen. Da so hätten sie eine Bestätigung einbauen sollen. Sind sie wirklich sicher, dass sie das ausziehen wollen? Ja. Nein. In dem Fall. So. Wuppdiwuppdi. Das habe ich alles an. Okay. Und das kann alles weg. Und dann sind wir hier gleich gut durch. So, Schrott habe ich nicht. Gut, gucken wir nochmal ganz kurz bei den Bleiverkleideten, ob da irgendwas besser bei ist. Bei Rüstung. Jetzt, wo ich es nämlich ausgezogen habe, weiß ich es nämlich nicht. Kleidung, Bleiverkleidet. Wo war es? Hier, Bleiverkleidet. Schlechter, schlechter. Ja, gut, das war das Teil. Da hatte ich ja zum Glück nicht so viel. Perfekt, 113. So, gehen wir mal ganz kurz hier hin. Erstmal in dieses Baummenü raus. Packen wir unsere Comics in den Schrank. Hilfsmittel. Diverses. Da haben wir Leben und Lieben. Picket Fences. Schlosszuhaltung. Unglaublich überwältigende Geschichten. Und das war's, ne? Befehle der Eddie Winter, grüne Farbe, Haarklammer, Reflexkondensator, sehr geehrter Detektiv. Ja, das sieht gut aus. 4 Comics heute. Stimmt das? Chat? Habe ich 4 gelootet oder waren es 5? Ich glaube, es waren 4, ne? So. Dann haben wir nämlich hier 20 und hier haben wir mittlerweile 15, also 30, 34 Comics und 4 Statuen. Ja, das ist mein kleines Haus. Gerade dies halt, ne? Hier habe ich interessante Waffen drin, interessante Powerrüstung, Fusionskerne könnte ich nochmal ein paar reintun. Da haben wir doch welche gelootet. Dass wir die nicht aus Versehen benutzen. Warte mal. Die sind unter Munition, ne? Bei Fusionskernen. Genau. Und dann habe ich... Habe ich jetzt den einen halbgebrauchten hier drin? Ja, der ist hier drin. Den kann ich mitnehmen. So, 20 unangebrochene, ein paar auf 99. Geht schon. Gut. Mein Ventilator ist kaputt. Nein, bleib stehen. Hab ich extra dahingestellt. Und die Lötlampe ist auch durchgerutscht. Mann, diese Bugs. Hab ich doch zu Deko-Zwecken da alles hingestellt. Achso, Licht wollte ich gucken. Stricker. Komm gut ins Bett, beziehungsweise in den Lurk-Modus. Bis spätestens Samstag, genau. Oder vielleicht, ja, den Rest der Woche nochmal vorbeischauen. Würde mich freuen. Und Ray? Oder Terra? Das ist die Antwort auf deine Frage. Ja, habe ich halt so ein bisschen hier dekoriert. Wie gesagt, hier oben habe ich jetzt angefangen. Da habe ich jetzt hier nur schon mal mein Bettchen gebaut. Oh, der Wecker ist auch durch den Tisch geglitscht.
Könnte der Bäcker hier einfach mal stehen bleiben? Sonst verschlafe ich wieder. Natürlich mit Fernsehen. So, was ich gucken will. Wir haben ja Licht gelootet. Das hat ja Spike nicht geantwortet. Oder nicht gehört oder nicht gesehen. Oder ich habe es nicht gesehen. Licht. Glühbirne. Wir können eine Lampe bauen. Wir können eine Hightech-Beleuchtung bauen. Okay. Okay. Und die kann ich mir jetzt einfach hier so hinstellen? Und die geht? Die geht? Braucht die dein Glas, Kupfer, Stahl? Wir machen eine hier fertig. Hopp. Ja, finde ich gut. Finde ich gut. Da haben wir nämlich heute ein Buch für gelootet. Was? Die Frage war, ob du es gefunden hast. Nein, nicht die Wand. So, egal. Passt. Pff, nimm vor, Mann. Und die Moral geht wieder nach oben. Weil ja, warum die unten war, weiß ich nicht. Egal. Wir speichern. Und machen kurz eine 3 Minuten Pipi-Pause, Freunde. Ich muss nämlich...